herzlich willkommen zu einer weiteren Folge X-Plane 11. Wir stehen hier immer noch in Sylt. Mit wir meine ich natürlich mich und die Passagiere. Und wir machen jetzt einen ca. 250-Meilen-Flug nach Magdeburg-Kochstedt. Das ist auch so ein kleiner Flughafen. Hat glaube ich, sogar bloß eine Landebahn. Gut. Ich habe mir eine neue Version hier runtergezogen, hier von diesem Zibo-Mod. Also ich weiß nicht, was sich jetzt hier alles getan hat. Das werden wir denn jetzt alles gemeinsam rausfinden. Ich wurde darum gebeten, nicht immer zu sagen, das schalte ich ein, sondern ich werde mal das vorlesen, was denn da steht, ne? Das kann man ja nicht selber lesen, deswegen lese ich euch das vor. Das war ein kleiner Scherz. Wie gesagt, wenn ich mal so eine dusseligen Kommentare gebe, nimmt mir das nicht zu ernst. Ich bin ein lustiges Mensch und naja, wie dem auch sei, wir fangen an. Und zwar, wir machen den Batterieschalter, das ist dieser hier, den schalten wir auf On und Klappe zu. Also das ist sicher. Dann machen wir, ich gehe mal ein bisschen dichter ran, damit auch alle lesen können, Standby Power schalten wir auf Auto und Sichern. Gut, jetzt machen wir den DC-Voltimeter. Das ist dieser hier. Das mache ich jetzt nur, weil das bei der PW-Maschine garantiert sein wird. Hier ist es völlig egal, hier brauchen wir es nicht, aber ich mache es trotzdem. Schalte ich auf Bat. Batterie. Der EC-Voltimeter bleibt auf Standby-Power. Dann schalten wir natürlich noch die IRS links und rechts auf NAV. Das sind die hier oben beide. Da steht IRS. So, dann gucken wir mal nach, ob irgendwelche Fehler sind. Die müssen mal gelöscht werden. Also zumindest, dass die gelben Lampen ausgehen hier auf beiden Seiten. Aber da, ich glaube, die gehen immer beide gleichzeitig aus. Dann schauen wir nach, ob die Hydraulikpumps alle aus sind. Sind aus und... Ach, Hydraulik sage ich schon. Die Fuel Pumps sind aus und die Hydraulik Pumps sind auch aus. Zeigen alle nach oben. So. Licht brauchen wir hier nicht einschalten. Das ist hell genug. Also hier die Innenbeleuchtung. Das würde jetzt zum Beispiel dann ungefähr kommen, dass man hier alles ein bisschen heller macht. So, dann schalten wir. Da steht Ground Power. Schalten wir ein. Braucht man normalerweise auch nicht hier in dieser, ich sag mal, Freeware-Maschine. Aber bei der PWR-Maschine müsste man es jetzt machen. Ja, müsste man nicht. Man könnte auch gleich auf und APU einschalten. Aber wir machen es jetzt trotzdem. So habe ich das von der Checkliste. Also mache ich das auch so. Also da ich jetzt alles ein bisschen weiter aushole hier, mache ich garantiert ein 2-Teile-Video. So, Ground Power haben wir connected, also auf On. Dann schalten wir jetzt den EC Voltimeter auf Ground Power. Das ist dieser hier. Würde, wie gesagt, bei der PW-Maschine müsste man jetzt auf Ground Power schalten. Emergency Lights steht hier ganz groß. Ist, braucht man nicht gucken, wenn das Schalter, wenn das gesichert ist. Ist der auch auf Armed. Also, ja genau. Ne? Wenn wir hochgehen hier, man kann ja mal kurz gucken. Ne? So wäre er jetzt on. So wäre er off. Mach mal die Klappe zu. Zack, ist er. Ach nee, ist er nicht. Entschuldigung, okay. Er muss auf Armed stehen und sichern. So, jetzt machen wir die externen Lichter ein. Und zwar fangen wir hier an. Ich lese wieder vor, ne? Die Wheel Wells einschalten. Die Wing einschalten. Anti-Collision lassen wir noch aus. Die Position Strobe gehen wir auf Steady. Also ganz nach unten. Ja, Logo könnte man schon. Kann man auch einschalten. Ist zwar draußen hell, aber ist egal. So, das haben wir auch. Die Seatbelts. Das sind diese hier. Einmal No Smoking. Mache ich auf On. Also hier ist ein Nichtraucherflug. Und die Anschnall mache ich auf Auto.
weil bei der PWR-Maschine würde es zum Beispiel selbstständig dann ein- und ausschalten, sobald man eine gewisse Höhe erreicht hat, hört man dann bing bing, sie können sich abschnallen, und wenn man runtergeht, bing bing, schnallen sich bitte an. So, Autopilot. Machen wir mal kurz, zack, so, dass alles aus ist. Ja, ja. Und die Speed Brakes sind hier, ne? Sind off, also auf, ne? Null. So, kommen wir zu FMC-Programmierung. Da wurde ich auch von jemand anderem gebeten, da mal ein bisschen genauer drauf einzugehen. Ich muss auch dazu sagen, ich weiß garantiert noch nicht mal ein Viertel von dieser ganzen Programmiererei, was man hier alles machen kann, hier mit Hold und Probe und Des und bla. Und ich erkläre nur das, was ich selber weiß. Und der Rest nimmt mir das nicht krumm. Mir reicht das, was ich weiß. Ich muss nicht mehr wissen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich eine PWR-Maschine habe. So, als erstes steht hier ja schon Enter IRS Position. Wenn das zum Beispiel nicht steht, ich bin mir fast sicher, wenn das hier nicht steht, sind die Dinger hier oben nicht auf NAV. Ne, wenn sie auf OFF sind, glaube ich, steht da unten nichts. So, also gehen wir auf Init Rev. Und dann hat man hier oben ja schon die Position, die wir jetzt gerade haben. Deswegen müssen die da oben als erstes eingeschaltet werden. Weil bei einer PWR-Maschine, also ich gehe jetzt wie gesagt immer von der PMDG, vom FSX aus, von der 777, die ich damals hatte, da musste man die nämlich gleich zum Anfang einschalten, weil das dauert manchmal bis zu 5 Minuten ist ein bisschen viel. Ich glaube 2 Minuten, glaube ich, hat es gedauert, bis er wirklich die komplette, bis die Antennen sich richtig kalibriert haben oder keine Ahnung, wie man das nennt. Deswegen muss man die gleich als erstes einschalten, damit man hier unten dann weitermachen kann. So, jetzt kann man das zum Beispiel nehmen, einfach einmal anklicken. Ne, dann ist es ja hier unten drinne und dann klicken wir das hier. ZIRS Position steht hier ja. Zack. So, jetzt haben wir, theoretisch könnte man jetzt hier noch den Flughafen eingeben, das Gate eingeben. Ah, aber das schenken wir uns mal jetzt. Obwohl, wir machen es mal doch. EDXW stehen wir ja gerade. Und wieso EDDB? Hä? Ach, der hat die alte Strecke hier noch drin. Was soll das denn? EDXW. So. Wieso geht denn das Scheiß nicht? Was ist denn das für eine Kacke hier? EDXW. Hm. Moment mal. Halt! Pose. Ich würde sagen, kann man das hier wieder löschen? Gut. Wir gehen hier nochmal. Jetzt ist es gelöscht. EDXW. So resettet man eigentlich Dings. Weil hier drüben, bin ich mir ganz sicher, wird es funktionieren. Hier steht zum Beispiel gar nichts drin. Gut, das ist ja natürlich wieder ein totaler Scheiß-Vorführeffekt hier. Halt, wo wollte ich jetzt hin? Menü, nein, Route, Mensch, wo war denn das jetzt? Ach Mensch. FMC, nein, wo war denn das jetzt? Das bin ich jetzt bescheuert? Okay, ich gehe mal hier auf Reset. Ja, ja, NavData. So. Ist jetzt alles raus? Wieso ist denn das... Hä? Was ist denn das hier für eine Kacke? Aber hier ist doch alles raus. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. E, D, X... Ach, Quatsch. E, D, X, W. Siehst du, ich sage, ich weiß noch nicht mal... Jetzt hat er das. So resettet man normalerweise. Ja, was heißt, ob es geht garantiert auch anders. Aber sobald man bei dem Startflughafen einen neuen Flughafen eingibt, ist normalerweise alles raus. Dann ist alles gelöscht. So, und jetzt müsste das hier auch... Mensch, wo war denn da hier Index, ne? Genau, Pose. Jetzt steht das hier auch EDXW, ne? Jetzt könnte man das nochmal nehmen hier, so. Ne? Aber wie gesagt, ich lasse diesen Quatsch mal weg. Nimmt einfach hier oben einmal anklicken, dass es hier unten steht, einmal hier hinklicken und schon habt ihr die Position und dann könnt ihr weitermachen. So, unser Startflughafen ist EDXW. Wir fliegen nach, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, nach EDBC. EDBC, das ist Magdeburg-Kochstedt.
So, Flight Number. Müsst ihr nicht eingeben. Ich mache es trotzdem mal. Das ist die BEE991. Ne, das ist die Flugkennung. Co-Route weiß ich jetzt nicht. Runway lasse ich auch weg. Hier könnte man jetzt zum Beispiel nachher, glaube ich, die Route nachher, abspeichern. So. Warum das jetzt hier so ist, weiß ich nicht. Normalerweise, wenn man jetzt hier rüber gehen würde, könnte man jetzt hier nämlich schon den ersten Punkt eingeben. Wir gehen aber nicht von diesem FMC aus, wir machen das bei dem. Wenn man hier unten jetzt einmal auf Flight Plan drückt, sieht das nämlich genauso aus wie der jetzt hier. Ne? Dann hat er das wahrscheinlich jetzt so übernommen. So, jetzt geht ihr dann in eurem Flugplan. Kleinen Moment mal bitte. Neuen Tab öffnen. Ich muss mal Edit Flight. Ich gehe immer über SIM-Brief. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Ich werde jetzt hier wieder die Flugroute eingeben, damit ihr auch ganz genau seht, was ich jetzt hier eingebe. Und zwar, ich werde das aber jetzt nicht unterstreichen, weil das ist mir jetzt doch zu viel Arbeit. Ihr seht ja immer den Punkt, den ich immer eingebe mit Straße, ne? Gut. Das erste ist ja der SIT. Der SIT, den brauchen wir natürlich nicht eingeben. Wir müssen den ersten Punkt eingeben. Und das ist OLDIP. Und wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, bevor nachher wieder irgendwelche dusseligen Kommentare kommen. Ich bin ein totaler Anfänger, was das hier angeht. Ich mache garantiert Fehler, aber so wie ich das jetzt hier zeige, komme ich mit der Sache klar. Diejenigen, die damit nicht klarkommen, brauchen auch gar keine dusseligen Kommentare oder Dislikes abgeben. Dann sollen sie einfach meine Videos abschalten und dann ist gut für mich. Ich sag mal, solange, wie gesagt, solange ich einen damit glücklich mache, habe ich das erfüllt, was ich eigentlich will. Ne? So, wie gesagt, jetzt geben wir hier die Straße ein. Ich habe jetzt ein bisschen gequatscht, also die Straße eingeben. Das ist jetzt die Flugstraße. Und dann gehen wir den nächsten Flugpunkt an. Und das ist Barbados. So, nebenbei mal erklärt. Kommt jetzt hier unten zum Beispiel Mischmasch oder irgendwas mit Waypoint und bla und so, das geht alles nicht. Lasst ihr die Straße einfach weg und nehmt nur den Punkt, dann macht er halt eben einen Direktflug draus. Er fliegt trotzdem eigentlich die Straße, weil ihr habt ja den anderen Punkt. Und von dem Punkt ist es ja eigentlich die Straße. Aber manchmal, ja keine Ahnung, warum er die Straße manchmal nicht nimmt. Dann hatte ich, das kommt immer drauf an, was ihr für ein AIRAC habt. Na, wenn ihr denn natürlich aktuelle schon habt, meins ist nämlich noch von 16.03. Ich werde den Teufel tun, mir jeden Monat dafür Geld zu bezahlen. Ich bin bis jetzt immer an mein Ziel gekommen, auch mit der alten, das ist mir furzpiep egal eigentlich. So, wir nehmen weiter die nächste Straße, das ist die P992. Die geht nach LBV. LBV. Dann geht es nach der rüber zu der L619. Ups, wenn ihr mal was verkehrt getippt habt, einfach hier unten auf Clear. Dann geht immer der letzte Buchstabe oder die letzte Zahl geht weg. L619 nach Amlu. Amlu. M 852 und das geht nach Powell. Und dann geht es rüber über, dann geht es nicht rüber, sondern über die L986 zu dem Punkt Mack. Das wird bestimmt der letzte Punkt von Magdeburg sein. Deswegen heißt der Mack. Klar, es ist der letzte. So, wenn ihr damit fertig seid, drückt ihr jetzt auf Execute, weil, kleiner Moment, ich werde mal hier die Waypoints alle rausnehmen. Weil, wie ihr seht, ist hier noch nichts drin. Ne? Außer jetzt hier, dieser Strich ist ja hier der Heading-Strich. Kleiner Moment, ich zeige euch das mal. Wie gesagt, ich mache das jetzt mal für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so wissen. Ne? Hier, das ist der Heading-Kurs, zeigt euch das an. So, und wenn wir jetzt nämlich auf Execute gehen, ach, hat er natürlich nach unten jetzt gemacht, kacke.
Jetzt ist nämlich der Flugplan hier drinne. So. Ne? Ja, ist jetzt doof, dass er jetzt... Ja, der Flugplan geht nach unten, leider. Sonst hätte ich euch das gezeigt jetzt. Ne, also wir müssen ja nach unten fliegen, ist ja ganz logisch. Auf jeden Fall müsst ihr einmal auf Execute drücken, dann ist die gelbe Lampe hier weg und dann ist alles eingespeichert. Und jetzt steht hier nämlich auch Co-Route B738X. Das bedeutet, um das mal auch mal ganz kurz zu erklären, sobald ihr alles eingegeben habt soweit und Execute drückt, speichert er diese Route, die ihr jetzt eingegeben habt, unter diesen Dateinamen ab. Wenn jetzt zum Beispiel das Ding mal abkacken sollte oder keine Ahnung, warum auch immer, könnt ihr einfach wieder ins Root-Menü gehen, auf Pilot Rootlist gehen und dann steht hier die Datei jetzt. Und wenn ihr die jetzt anklickt, hier oben drauf klickt, würde er jetzt dieses wieder laden. Ihr könntet auch theoretisch jetzt in den Ordner gehen und zwar ist das bei Xplane 11 Output FMS, glaube ich, heißt das FMS Plans oder so. Und da steht die Datei drin. Theoretisch könntet ihr den Namen jetzt ändern. Irgendwie, zum Beispiel ED, weil das ja die Route von EDXW nach EDBC ist, könntet ihr einfach den Namen so eingeben, wie ich das hier gemacht habe. EDDT nach LTFJ, ne? Und so könnt ihr den Namen theoretisch ändern und dann könntet ihr hier, ne, die Route immer wieder abfragen, wenn ihr, aber muss man ja nicht, ich meine, so oft fliegt man ja nur nicht von Sylt nach Magdeburg, ne? Aber wenn ihr eine bestimmte Route habt, die ihr immer wieder fliegen wollt, könntet ihr die so zum Beispiel abspeichern. So, jetzt haben wir das soweit eingegeben. Hier steht das auch nochmal drin. Jetzt steht das hier komischerweise auch drin, ne? Sonst waren wir ja hier bei dem Flightplan hier und jetzt sind wir bei dem normalen. So, jetzt geht ihr als nächstes, also wenn ihr fertig seid, nochmal auf Route gehen, so dass dieses wieder kommt, ne? Vorher wart ihr ja, wie gesagt, bei dem drinne. Ne? Und ihr klickt ja einmal auf Root, dass dieses wieder kommt. Das ist jetzt wieder das gemoddete FMC. So, jetzt geht ihr hier, glaube ich jedenfalls. Klar, Moment, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen. Na, guckt, hier habt ihr das nämlich nicht. VNF. Nee, das ist nämlich ganz was anderes hier, ne? Deswegen geht ihr hier wieder rüber. So, jetzt müsst ihr bei PerfInit rein. Das hat jetzt damit was zu tun. Jetzt programmiert ihr sozusagen so ein kleines bisschen den Autopiloten. So, jetzt klickt ihr hier oben, braucht ihr eigentlich gar nichts machen. Ihr drückt einmal auf ZWF. Was das nun genau heißt, weiß ich auch nicht. ZWF. So, und dann kommt ihr schon mal, ne? Hier eine Zahl, hier oben auch Planfüll. Ich weiß nicht, warum es bei mir nicht funktioniert. Kleinen Moment. Und zwar soll ich tanken soll ich 12.250 LBS. Aber wir machen das, wie gesagt, mal anders. Weil, wenn ich jetzt hier tanke, 12.250, dann würde er nämlich 1 Stunde 23 Minuten damit fliegen. Aber mein Flug geht ja bloß 45 Minuten. Ich habe das immer so gemacht, ich mache immer 10 Minuten mehr, als ich fliegen soll. Also 55 Minuten. Also bewege ich jetzt den Schieberegler hier so, dass ich hier ungefähr auf 55 Minuten komme. Guckt, und jetzt habe ich zum Beispiel bloß 8.000 LBS statt 12.000. Ich bin bisher immer gut hingekommen. Es kann aber auch sein, wenn ihr mal jetzt richtig Feuer da oben gebt, ne, kriegt die Hackengast, kann es natürlich passieren, dass natürlich nicht reicht, ne. Es kommt immer darauf an, wie ihr hier mit dem Kostindex nachher spielt. Aber ich lasse es trotzdem mal auf 55, wir werden das testen. Air Berlin ist klar. So, Änderungen übernehmen. So, Reserve 2 Tonnen habe ich. Ich mache immer 2 Tonnen, frag mich nicht warum. So, laut SIM-Brief haben wir ein Kostindex. Quatsch, kleinen Moment. Laut SIM-Brief haben wir einen Kostindex von 26. Wir werden das mal übernehmen. Beim nächsten Mal werde ich mal wieder einen anderen Kostindex nehmen und da können wir nämlich gucken, das hat damit was zu tun, um es mal ganz kurz nochmal zu erklären für diejenigen, die es nicht wissen. Wie gesagt, ich habe das nur so gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber doch, das stimmt schon. Umso höher der Kostindex ist, umso schneller fliegt die Maschine. Das heißt, man hat zwar einen höheren Benzinverbrauch, also Kerosinverbrauch, es muss man da natürlich ein bisschen mehr Kohle bezahlen, aber dafür braucht man ja weniger Angestellten. Die Angestellten müssen ja weniger bezahlt werden, ne? Weil die, umso länger die da oben sind, kriegen sie auch natürlich ihr Gehalt, ne? Und deswegen, das ist immer so dieser Kostindex, da pegeln sich die Luftgesellschaften das immer so ein bisschen ein.
Den Kostindex, den ich jetzt habe, ist von DHL, ja genau, von der deutschen Lufthansa. Also die würde diesen Kostindex nämlich nehmen. Wir machen also auch Kostindex 26. So, Simbrief sagt, 31.000 Fuß ist natürlich Quatsch. Bei 250 brauche ich das nicht. Wir sind ja nach von Berlin nach Sylt sind wir ja mit 22.000 geflogen. Also fliegen wir jetzt mit 21.000. So. Flight Level 210. So, Wind haben wir heute nicht. Ich fliege heute mal wieder ohne Wetter. Das muss man ja auch nicht. Ansonsten könnte man jetzt hier Wind und Stärke eingeben, also Kurs und Stärke eingeben. Ne? Und zwar macht man das zum Beispiel, nehmen wir mal den Kurs 150, würde man eingeben. Dann drückt man hier auf diesen Slash und dann würde man jetzt, wenn jetzt 5 Knoten sind, zack, und dann gibt man das hier ein, 150 Grad, 5 Knoten. Ich hoffe, dass ich den ganzen Kikifax wieder löschen kann hier. Okay, kann ich wieder löschen, alles klar. So, hier bei ISA kommt die Temperatur. Wir haben eine Temperatur von 15 Grad. 15, ich mache es mit dem C. Ich weiß nicht, ob es auch ohne C geht. 15 Grad. Transition Altitude liegt bei 5000. Das habe ich schon geguckt bei Sylt. Und zwar kann man das nämlich eingeben, wenn man bei Google sucht nach Charts und dann den Flughafen dahinter eingibt, aber meistens dann die Kennung, also EDXW, dann da steht dann zum Beispiel, wenn man sich das Bild runterlädt, Transition Altitude 5000. So, wenn man das hier alles soweit fertig hat, wie gesagt, Planfüll, keine Ahnung, warum man das, irgendwas tippe ich da wahrscheinlich verkehrt ein. Oder macht man da eine 0 vor? Kleinen Moment, wir können das noch mal ganz kurz testen. Falls es einer weiß, kann er mir das einmal sagen. Nehmen wir mal 081, ne? Nehmen wir mal 081, ja, aber wir nehmen mal 081, mal sehen, was passiert. 081. Nee, invalid entry, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, obwohl, das ist ja schon die 81. Ach, das ist was geplant ist wahrscheinlich und das ist das, was wir drinnen haben, wa? Oder machen wir das mit Komma? Mal gucken. Nehmen wir mal 7,9. Nee, auch nicht. Okay. Lassen wir das, wir wollen jetzt auch nicht jetzt hier so lange rumeiern. So, jetzt gehen wir auf N1-Limit. Und, hieß das gerade so? Ja genau, N1-Limit. Und zwar, das ist wieder das, was ich jetzt gehört habe. Ja. Und ich mache es eigentlich, also ich habe das in fast jedem Video gesehen. So, das ist ja die Temperatur, die jetzt gerade herrscht. Das heißt, damit die Triebwerke eine gewisse Temperatur haben, müssen die natürlich bei so einer kleinen Temperatur natürlich ordentlich Feuer geben. Das heißt, unnötig Kerosinverbrauch. Also kann man den, wenn man jetzt zum Beispiel 32, ich habe seitdem ich fliege, gebe ich immer die 32 Grad ein. Das heißt, ne, es würde jetzt hier zum Beispiel, wir können ja mal, wir testen das gleich mal. Jetzt hatte ich hier was von 96,4. Letztendlich ist es egal. Was interessiert uns das? Aber weil wir das ja ein bisschen reell machen wollen, so, wenn wir jetzt 15 eingeben, jetzt würde die Zahl, ups, jetzt geht die Zahl nämlich höher. Warum geht die nicht höher? Ach, wegen 15, 15? Gut, das war wieder der gewisse Vorführeffekt. Ja. Okay, das habe ich jetzt natürlich hab ich wieder ein bisschen Quatsch erzählt hier wahrscheinlich. Oder warte mal, wenn wir jetzt 10 eintippen. 18. 22. 30. 96,5. Sag ich, umso höher die Temperatur ist, aber 32 Grad ist völlig ausreichend. So, kommen wir zum Take-Off. Take-Off, hier werden eingestellt, mit welchen Klappen man startet. Ne? Ich starte eigentlich immer mit Klappe 5. Mit meiner frechen Klappe. So, und jetzt steht hier nämlich schon die Abfluggeschwindigkeit oder die Abhebige, die V2 ist 133. Da klickt man einmal auf V1, VR, V2. So, jetzt hat der Bordcomputer das sozusagen übernommen. So, jetzt kommen wir zu dem Center of Gravity. Das hat damit was zu tun, wie schwer man ist, wie voll man geladen ist, wo ist die Mitte, sozusagen der Schwerpunkt. Ne? Das ist der Schwerpunkt. Ich habe bisher noch nichts, ich habe mich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so richtig drum bemüht, da mal nachzugucken, wie man das ausrechnet jetzt von der, wie schwer man ist und wo ist jetzt hier ne Center of Gravity. Ne? Schwerpunkt ist normalerweise hier.
Ja, aber frag mich jetzt, was das jetzt für eine Zahl ist zum Beispiel, ne? Leergewicht. Theoretisch, das könnte, müsste man hier jetzt irgendwie mit rechnen, ne? Und dann die Länge, ist ja doch völlig egal. Ich gebe immer, zum Beispiel jetzt, also seitdem ich X-Pin 11 spiele, weil ich das mal bei einem Video gesehen habe, der gibt nämlich immer 8 ein. Okay, jetzt hat sich das natürlich alles nochmal geändert. Wenn man jetzt zum Ja, die Sega hat er nochmal, weil er den nochmal geändert hat, ne? Deswegen gibt er hier gleich den Fehler aus, dass sich der Speed nochmal geändert hat. Warte mal, wir können ja mal eingeben 12. Ne? Und das hat nämlich was mit dem Trimrad zu tun. Jetzt müssen wir das Trimrad nämlich schon mal einstellen, bis der Autopilot das übernimmt. Ne? Weil jetzt haben wir ja getrimmt auf 8. Ne? Und er sagt aber, so wie wir jetzt mit 12, ne? Wir machen wieder natürlich wieder 8, so wie immer. Also müssen wir jetzt halt nicht vergessen, jetzt müssen wir das alles nochmal wieder anklicken hier. 133 merken wir uns. So, jetzt hat er ein, jetzt müssen wir das Trimrad einstellen auf 6,36. 6, ne, hier ist die 5, hier ist die 6 und jetzt gehen wir auf 6, ja, gut, 6,36 hat er eingestellt. Alles klar. So. Entschuldigt bitte dieses komische Geräusch. So, das war eigentlich erstmal soweit alles. Jetzt müssen wir natürlich nur noch Departure und Arrival eingeben. Arrival macht man ja normalerweise erst kurz vor dem Flughafen. Aber da das ja bloß ein 250-Meilen-Flug ist, wird sich der Wind wahrscheinlich nicht mehr so doll drehen. Wenn man natürlich von hier startet und nach New York fliegt, kann er natürlich in diesen 8 Stunden oder wie viel man doch immer rüber braucht, natürlich, der wird natürlich ganz schön drehen. So, wir gehen auf Departure. Dann gehen wir hier auf EDXW auf Departure. Wir starten von der Landebahn. Kleinen Moment, ist 32 natürlich, glaube ich, war das genau. 32 hat er hier natürlich nicht. Warum hat er hier die 32 nicht? Ach doch, da. Entschuldigung. Die 32. Und Simbrief sagt nämlich, das macht er richtig gut hier, diesmal, komischerweise. Ich weiß nicht, ob das jetzt von dem Update kommt, weil Simbrief sagt auch, wir sollen nach Oldi 1N. Oder über Oldi 1N, das ist der Sit. Okay, und wieder Execute. Immer Execute drücken, bevor man hier rausgeht. Ansonsten übernimmt er das nicht. So. Wie gesagt, da wir ja nur 250 Meilen fliegen, geben wir natürlich den Anflughafen auch gleich mit ein. So, dann gehen wir wieder auf Departure und Arrival. Und gehen jetzt auf EDBC, also auf den unteren, auf Arrival. So. Stars hat er hier jetzt natürlich nicht drin. Gut. Wir gucken mal hier drüben, ob er hier welche hat, weil hier hat er meistens welche. Nein, hat er auch nicht. Wieso hat er hier keine drin? Okay, dann programmieren wir doch hier. Wir sollen nämlich auf der 26 landen und wir nehmen natürlich das ILS. So. Und wir nehmen Mach 1. Müssen wir nicht, mache ich diesmal trotzdem und wieder nicht vergessen, Execute drücken. Was ihr jetzt nicht vergessen dürft, ist, drückt einmal auf Lex. Und geht hier mit Next Page mal alles durch, ob hier irgendwo ein das kann man kaum aussprechen, das Wort Disconjeble. Wir gehen hier mal gucken. Nein, ne, habt ihr gesehen? Hier ist nirgendwo ein Discontinue oder Conditioner. Nein, Quatsch. So, ey, wie das aussieht, haben wir hier diesmal das programmiert. Wenn hier ein A steht, müsste eigentlich der Top-of-Descent-Punkt hier angezeigt werden. Guckt, jetzt zeigt er uns nämlich den Flug schon mal an. So, jetzt könnt ihr euch das nämlich, wie gesagt, für diejenigen, die das alles wissen, können ja ein bisschen vorklicken. So, wir gehen mal hier auf Plan. Hier mit dem gehen wir auf Plan. So, und jetzt halt seht ihr hier unten, jetzt hatte ich mit mal, Moment, ich mache mal ein bisschen weiter weg, so dass ihr das sehen könnt. Ne, wenn wir jetzt hier nochmal auf, oh Gott, was steht da? Auf Map geht. Damit stellt ihr ja dieses Ding ein. Wenn ihr hier auf Map geht, na, so, dann sieht ihr auch ganz normal, so, da steht ja hier unten RTE-Data, ne, so geht ihr jetzt auf Plan, halt, so, steht hier Step. So, wenn ihr jetzt hier draufklickt, geht ihr jetzt jeden einzelnen Punkt, den ihr hier habt, und dann zeigt er euch die Route schon an, die ihr schon mal fliegen. Also wir fliegen 32, und dann fliegen wir eine Rechtskurve, und dann fliegen wir auf unseren Kurs. Guckt, jetzt zeigt er euch jeden einzelnen Punkt an, den ihr fliegt. So. Wir fliegen auf 102, auf 2010, also ach Quatsch, auf Flight Level 210, also 210. So, jetzt fliegen wir immer noch auf 21 und hier müsste eigentlich irgendwo der Top-of-Descent-Punkt sein.
So, das könnt ihr hier nämlich auch ein bisschen kleiner und größer machen. Gut, ich sehe hier nirgendwo einen Top of Descent, aber hier ist was Grünes. Okay, vielleicht ist hier ein Top of Descent-Punkt, vielleicht ist hier kein Top of Descent-Punkt. Werden wir sehen, wenn wir da kurz davor sind. Wo ihr das hier unten sehen könnt, das zeige ich euch auch noch. So, wenn ihr damit fertig seid, geht ihr hier einfach wieder auf Map. Na. Und hier wieder auf Lags. So, dass der erste Lag wieder, der erste Punkt wieder eingegeben ist. Der erste Punkt ist ja RW32, ne, die Landebahn. So. Das war die FMC-Programmierung. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz gucken, wie weit wir noch schon sind. Oh, wir sind ja jetzt schon bei 30 Minuten. Okay, ich würde sagen, bis zum Pushback oder bis zur Run, bis wir bei der Runway sind, mache ich noch weiter. Das dauert jetzt zwar ein bisschen länger, aber das soll ja auch ein kleines Informationsvideo diesmal sein. So, wie gesagt, so viel wie ich weiß. So, wie gesagt, FMC ist soweit fertig. So, jetzt schalten wir die Fuel Pumps, Pumps 1 ein. Das ist der hier. Den brauchen wir als erstes nur, weil der ist jetzt für, wir brauchen ein bisschen Kerosin für die EPU. EPU, wie gesagt, ist eine P-Ware, braucht man, Freeware braucht man nicht. Gut, aber vielleicht braucht man die jetzt doch. Wie gesagt, ich habe ja heute das neueste Update erst gezogen. So, wir gehen auf Starten. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ne, bis die EPU hinten anspringt. Bei der PMDG damals war das, ja, da hat das bald fast auch 2 Minuten gedauert, bis die überhaupt ange... Oder, naja, 2 Minuten vielleicht nicht, aber bis man die, bis die richtig angelaufen ist. So, in der Zeit machen wir EPU-Gain-Switches an. Das sind, wie man hier sehen kann, EPU-Gain. Das ist der und der, aber wie ihr seht, gehen beide an. Also braucht ihr theoretisch nur einen von beiden drücken, das ist völlig egal. Jetzt springt die EPU an, das seht ihr hier auch. So, denn EC-Voltimeter schalten wir auf EPU-Gain. Das ist der hier. Ups, so, halt. Ich will natürlich hier unten hingehen. So, und dann machen wir hier natürlich noch EPU-Bleed schalten wir ein. Ne? Damit ordentlich schön Saft hier auf die Luft. Die Luft brauchen wir natürlich nachher, um die Triebwerke anzuschmeißen. So, die Parkbremse ist gesetzt, ne? Lampe leuchtet, also ist die Parkbremse gesetzt. Jetzt können wir den Ground Power, das sieht so lustig aus hier, ich muss das unbedingt dick nur ändern hier mit den, dass die Dinger da so, Ground Power können wir ausschalten, haben wir ausgeschaltet. So, jetzt müsste man den ganzen Funkquatsch einstellen hier unten. Aber da wir ja ohne alles fliegen, also ohne ATC fliegen, lasse ich den Funk mal jetzt weg. So, den Squawk oder wie das heißt, brauchen wir auch nicht einstellen, weil wir ja, aber eigentlich fliegen wir immer mit, hups, sind wir doch immer mit 4-7 geflogen. Also, wenn wir mit ATC fliegen hier, sagt er immer, ne, 4-7-0 irgendwas, ne. Dort stellt ihr denn hier ein, hier sind die ersten 2 Zahlen. Das sind die hinteren 2 Zahlen. So, den Rest lassen wir erstmal. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch den Druck einstellen. Den hier. So, da wir ohne Wetter fliegen, haben wir natürlich 29,92. Ansonsten kriegt ihr den raus, indem ihr mal ganz kurz hier auf die Hörer klickt. Und... Bravo, Echo, Romeo, Niner, Niner, 1, Echo, Delta, X-Ray, Whiskey, Altimeter, 2, Niner, Niner, 2. Echo, Delta, X-Ray, Whiskey, Altimeter, 2, Niner, Niner, 2. Bravo, Echo, Romeo, Niner, Niner, 1. Gut, Druck haben wir eingestellt. So, jetzt schalten wir alle Fuel Pumps ein. Bup, 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 bup. Das sind alle Fuel Pumps. Also alle 6 Dinger machen wir ein. Und die Hydraulic Pumps. Bob. Das sind die 4, weil hier steht Hyd-Pumps, ne? Hydraulic-Pumps. So, haben wir auch eingeschaltet. Jetzt schalten wir Anti-Collision ein, das heißt, ab jetzt geht das gleich los, deswegen, ne, müssen die draußen ein bisschen aufpassen. So, Anti-Collision-Lights haben wir ein und der Thrust, also hier der Gashebel, der ist, ne, auf 0. So, jetzt, das ist bei dieser gemoddeten Maschine natürlich, müssen hier L-Pack und Airpack ausschalten. Sonst haben wir nicht genug Luft, damit die Triebwerke anlaufen.
So, jetzt können wir Pushbacken. Pushbacken, haha. Können wir den Pushback. So, da die Landebahn 32 da hinten ist, lassen wir uns... Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber ich sage immer, nach rechts rausdrücken. Die Nase nach links. Aber wenn ich die Nase nach links sage, fährt er mich komischerweise nach da raus. Also ich will sagen, ich sage immer Arsch nach rechts. So gucke ich immer Arsch nach rechts. Also. Na, kommt er? Okay, push card coming. Na, ich wollte schon sagen, hier, mein Freund. Mal sehen, ob er mich richtig rausdrückt, aber ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass er mich hinten über den Rasen. Achso, ja. Wenn er Here we go sagt, einfach Parkbremse lösen, ne? So, jetzt können wir Triebwerk 1 auf Ground schalten. Jetzt hört ihr, jetzt geht er an. So, und jetzt normalerweise, wenn so die ersten Bewegungen kommen hier. So, und jetzt können wir einschalten auf Idle. Und jetzt springen die Dinger auch an. So, mal gucken in der Zeit, wo er uns hindrückt. Naja. Fast auf dem Rasen, schön über das Schild gefahren. Okay. So. Ne, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte hier hin. So, jetzt wartet ihr. Wie gesagt, ich gehe immer da. Ich mache das so wie bei einer PW-Maschine, weil ich will mir das gar nicht erst anders angewöhnen, weil wenn ich mir irgendwann mal eine PW-Maschine kaufe, will ich das alles. So, jetzt springt er wieder auf Auto. Jetzt machen wir jetzt Triebwerk 1 ein. Wieder kurz warten. Ich weiß, dass bei der PMDG musste man immer erst Triebwerk 2 starten und dann Triebwerk 1. Deswegen mache ich das immer noch so in dieser Reihenfolge. So, jetzt seht ihr hier, fängt langsam an. Also Benzin dazu, also Kerosin dazu geben. Damit öffnet man sozusagen der Kerosin hier, das Kerosin einlaufen kann. Entschuldigung. So. Jetzt warten wir wieder kurz. Genau, wir machen die Parkbremse wieder ein. So, und du kannst schön über die Wiese nach Hause. Oh, wo hat der mich denn hingedrückt hier? Hä? Was hat der denn hier für einen Scheiß gemacht? Hä, der wird doch bloß mit dem Arsch nach da ziehen brauchen. Naja, ist egal. Gut, das ist wahrscheinlich... Ja gut, das ist kein originaler Flughafen hier. Vielleicht liegt es da dran. Ne? Okay, ist egal. So, jetzt sind beide Triebwerke an. Jetzt stellen wir beide auf kontinuierlich, oder wie das heißen soll. Ich nehme mal an, dass das heißen soll. So, ich quatsche wieder so viel. Pushback. Haben wir... Switches... Haben wir? Also das war ja das, was ich gerade gemacht habe hier, mit dem Benzin dazugeben. Also ich sage immer Benzin. So, Gain-Switch... Gain-Engine-Switches. Das sind die hier. Jetzt drücken wir Bob und Bob. Die zwei. Jetzt muss ich mal meine Finger drauf halten. Also links und rechts war das jetzt. Jetzt gehen wir bei AC Voltmeter. Gehen wir jetzt auf Gain 1, ne? Weil jetzt haben wir ja Gain-Switches eingeschaltet. Also können wir jetzt oben auf Gain gehen. So, jetzt können wir APU ausschalten und APU Bleed ausschalten. Und linkes Pack und rechtes Pack schalten wir wieder ein. Und jetzt muss ich mal selber gucken, was ist überhaupt... Ach ja, das ist glaube ich nur Bleed heißt das, ne? Und Bleed links und rechts braucht man jetzt nicht. Hat aber damit... die zwei... kann man auch einschalten. Das hat nachher was mit der Luft da oben zu tun. Damit die Leute da Luft kriegen hier und Klima und dieser ganze Kikifax, ne? Hier oben müsste man auch noch alles einstellen bei der PW-Maschine. Bei der PW-Maschine, aber das schenken uns alles, weil hier funktioniert auch alles so ohne. So, Blade haben wir. Pilot Heat Switches. Das sind die hier, die Probe. Ich sage immer Probe dazu. Einschalten. Window Heats einschalten. Das sind die vier. Was der hier in der Mitte zu sagen hat, weiß ich nicht. Lassen wir aus, ne? Weil es sind ja jetzt vier Stück an. So, jetzt läuft die EPU. Hört man. Geht jetzt aus. Das hat über diesen Schalter hier. So, Anti-Ice lassen wir eingeschaltet, weil macht man erst unter
10 Grad soll man das erst einschalten. Und über 10 Grad dann wieder ausschalten, wenn man wieder landet. So. Der Yaw Damper oder Dämpfer oder wie der doch immer heißt. Wie gesagt, ich kann kein Englisch. Ne? Einschalten. Kurz warten. Manchmal springt er sofort wieder raus und die Lampe geht, glaube ich, gar nicht erst aus. Dann hat das immer was mit denen hier oben zu tun. Dann stimmt das IRS nicht. Und mit der Programmierung hier unten wahrscheinlich, weil dann die Position nicht richtig programmiert wurde. Weil ich hatte nämlich auch mal ganz schön zu tun, bis ich das rausgefunden habe, weil die Lampe immer nicht ausging. So, die Klappen. Die setzen wir jetzt auf 5. Ich mache das natürlich jetzt über meinen Joke hier. Also Klappen auf 5. Deswegen seht ihr nicht, dass ich die jetzt angefasst hätte. Ne? Aber auf jeden Fall sind die Klappen jetzt auf 5 gesetzt hier. Ne? Sieht man hier, glaube ich, auch irgendwo. Hier. Ne? Da sieht man gleich, dass er auf 5 ist. So, die Autobrakes setzen wir auf RTO. Das bedeutet, wenn man einen Abbruch, einen Startabbruch hat, knallen sofort die Bremsen rein. Deswegen auf RTO. Darf man nicht vergessen. So, was kommt als nächstes? Die Taxi-Lights. Taxi-Lights schalten wir ein. Da das hell ist, brauche ich nur auf Stufe 1 gehen. Und die Runway-Turn-Off-Lights. Das sind die hier, wie ihr sehen könnt. Einschalten. So, bei der PMDG oder bei der PW-Maschine müsste man jetzt noch einen T-Case-Test machen. Machen wir auch mal. Gucken wir nochmal hier im Display. Gut, jetzt sieht man natürlich nichts, deswegen machen wir hier mal auf Traffic. Das ist einmal hier in der Mitte auf den Knopf drücken. So, und jetzt seht ihr das. Jetzt würde er euch zum Beispiel Flugzeuge anzeigen, wenn ihr das Flugzeug entgegenkommt. Ne? Das heißt, er ist zu niedrig, also unter euch, das ist auf der gleichen Höhe, das ist über euch, das heißt sinken und dieser ganze Kikifax. Ne, warte mal. Das heißt unter, das heißt über. Ja, was das. Eins heißt, glaube ich, also das heißt, glaube ich, man soll jetzt sinken. Da sagt er nämlich, denn, dass wir runtergehen sollen, wenn wir auf der gleichen Höhe sind wie der andere. Genau. Das müsste man mal ausprobieren. Das mache ich mal in einem anderen Video, wenn ich. So, jetzt schalten wir das wieder auf Standby. Also auf dem Flughafen hat man kein T-Case an. Ne? Ich bin ja damals mal bei Ivao geflogen, haben sie immer gesagt, schalte dein T-Case aus. Erst an der Startbahn. An der Runway. So, Mensch, das wird ja ein ganz schön langes Video heute hier, bevor wir überhaupt wegkommen in Sylt. Na, in Sylt ist es, soll das ja auch richtig schön sein. Aber das wird langsam dunkel. Hey, das wird ja mal ein schöner Nachtflug denn. So, jetzt können wir eigentlich die nächsten Checklist, die nächsten Sachen werden eigentlich erst gemacht, wenn wir Taxi, also hier, wenn wir zur Startbahn rollen. So, da wir ja viel zu weit gefahren sind, müssen wir jetzt natürlich ein kleines bisschen nach rechts. Na komm. Wieso fährt denn der nicht, sag mal? Was ist denn das für eine Kacke? War das jetzt schon wieder kaputt hier? Ah, weil ich schon wirklich auf Rasen bin, wa? Ach, Kacke. Wo hat der mich denn hingedrückt, Junge? Wir müssen Gas geben erstmal. Naja, das hat einfach zu tun, dass ich auf dem Rasen stehe. Gut, bisschen weniger jetzt. Naja. So, jetzt bin ich wieder schön auf der. Guck mal, bremse ich hier immer noch? Was ist denn das hier? Nee, die Parkbremse ist doch raus. Stimmt was mit dieser, mit dem neuen Update hier nicht, mit der Maschine nicht? Hm. Ich habe natürlich nicht vorher gesichert, bevor ich mir die neue hier raufgeklatscht habe. Ja, erst kommt dann irgendwie so pushen und jetzt zieht er ab hier, wa? Ah. Oder ich habe da vielleicht noch, vielleicht war das gar kein Vorfeld, wo ich drauf gestanden habe. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kenne mich hier absolut nicht aus, jetzt muss ich mal von außen gucken. Genau, jetzt fahren wir hier
Hä? Ach, jetzt müssen wir ganz kurz über diese Startbahn hier rüber. Gut, ich habe gestoppt. 21, 22, 23, gut, ich kann weiterfahren. Aha. Da ich ja alleine bin, hier heute auf dem Flughafen oder überhaupt im Spiel, brauche ich nicht stehen bleiben. Ja, dann fahren wir mal hier lang. Das muss doch bestimmt für die Leute geil sein, die hier wohnen, wenn hier immer so ein Riesending dann lang geschissen kommt da. Gut, wir sammeln hier gar nicht lange rum. Wir müssen nämlich weitermachen. Wir müssen den Autopiloten auch noch einschalten und programmieren. So, hier den Flight Director an und hier drüben ist ja auch noch meiner. Den schalten wir auch ein. Und Autotrottel schalten wir ein, damit er nachher selbstständig Feuer gibt. Haben wir Autotrottel, haben wir Flight Director, haben wir... So, dann stellen wir natürlich das Heading ein. Das ist die, ne, die Gradzahl, über die wir abfliegen. Wir fliegen von Startbahn 32, also stellen wir auf 320. Man könnte das auch theoretisch noch nachgucken irgendwo im Internet. Da steht auch die richtige, aber Startbahn 32, ne? 32 wäre ja naheliegend, ne? 320 meine ich, Entschuldigung. So, dann fliege ich immer mit einer Startgeschwindigkeit von 190. Das ist die N1, die automatisch gehalten wird, bis FMC komplett selber übernimmt. Die stehen ja dann zum Beispiel hier die Geschwindigkeiten. 210, 210, 210, 264, ne? Aber bis dahin, wenn ich hier N1 nachher drücke, wird diese Geschwindigkeit gehalten. Deswegen stelle ich die eigentlich immer auf 190. Bin ich immer gut mitgekommen. Ob das nun hundertprozentig richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich fliege mit 190 und das ist immer, bis jetzt immer, bin ich damit immer gut hingekommen. So, das war jetzt erstmal bis zum Halten da vorne erstmal alles. Und ich würde sagen, wenn wir da vorne an der Startbahn stehen, werde ich das Video dann erstmal beenden. Und Start, Flug und Landung werde ich dann morgen zeigen. Oder übermorgen. Mal sehen. Ne, ich denke mal morgen. Gut, das wird eine ziemlich lange Folge heute. Ja, schön dicht an der Häuser hier langfahren. Gut, wahrscheinlich hätte man auch direkt über die Landebahn fahren können. Ich glaube, das wäre schneller gewesen. Aber ist egal. Wir fahren so, wie sich das gehört. Ich nehme mal an, dass alle Flugzeuge hier lang fahren müssen. Obwohl, hier sind doch, glaube ich, ist hier nicht auch Militär oder so. Deswegen sind doch hier diese ganzen Einbuchtungen hier. Vielleicht fährt hier auch das Militärbus lang. Haha, kann natürlich auch sein. Wie weit ist denn das noch? Ach, da ist die Stadt. Genau hier. Da kommt ein Dreck von hinten dann auf. Ja, falls jetzt einer zuschaut, der meine Videos noch nicht gesehen hat. Ich habe ein Cessna Joke hier von Logitech, sei schon, von Zytec. Aber lenken tue ich, also jetzt hier an Boden, also dieses Yaw oder wie das heißt hier, ne? YAW, glaube ich, heißt das, ne? Ich habe nämlich noch ein Logitech 3, keine Ahnung, wie die Nummer ist, ist auch scheißegal. Lenkrad, ups, was hat er denn jetzt gemacht? Da habe ich mir die Pedalen hier mit angeklemmt und das mache ich jetzt hier, das mache ich jetzt mit meinen Fußpedalen. Gas geben, Bremse sozusagen. Gas geben, Bremse. Also so wie es auch im normalen Flugzeug ist. Gut, zu diesem Zytec-Joke gibt es natürlich auch Pedalen, aber habe ich mir gedacht, warum soll ich dafür nochmal so viel Kohle ausgeben, wenn ich auch meine normalen Pedalen hier von meinem Lenkrad nehmen kann. Gehen vielleicht jetzt zwar jetzt nicht so hundertprozentig leicht, leicht wie die normalen, aber egal. So, jetzt sind wir gleich am Holding. Am Haltepunkt. Da steht sie auch, ne? Stopp! So,
Wir gehen nochmal hier rein. Am Holding müssen wir nämlich erst nochmal, das hätten wir auch während des Taxis schon machen können. Hier stellen wir erstmal die Luft ein, für damit die Passagiere hätten normal atmen können. Hier lassen wir auf Auto. So, die Landelights gehen an. Taxi geht off. Run die Turn-Off-Lights sind an. Taxi-Light ist off, habe ich ja schon. Landelights sind an. So, jetzt schalten wir das TCAS ein. Na, ganz nach rechts, ne, auf T-A-R-A oder T-A-R-A-A oder so ähnlich. Oh Gott, das hört sich bestimmt bescheuert an. Moment, ich muss nochmal von vorne durchgehen. Druckluft haben wir, Landelights haben wir an, Runway Turn Off Lights haben wir an, Taxi Lights haben wir off, TCAS haben wir eingeschaltet. Ja, und jetzt können wir Line Up. Ich würde sagen, das Line Up zeige ich aber erst morgen in der nächsten Folge, weil da wir ja alles eingeschaltet haben, will ich rauffahren und dann auch gleich Gas geben und weg. Ne? Gut. Ich hoffe, dass euch das bis hierhin gefallen hat, dass ich euch ein bisschen was mitgeben konnte mit den ganzen Beschreibungen und so. Ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe, alles richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, nehmt mir das nicht krumm. Wie gesagt, ich hatte zu meiner Zeit in der Schule gab es noch kein Englisch, weil ich bin schon etwas älter. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Tschüss.